Endlich mal eine gute Nachricht aus dem Trainingslager. Sami Khedira ist da. Besser noch, er kann direkt in vollem Umfang ins Training einsteigen und verleiht der Mannschaft womöglich einen kleinen Motivationsschub. Immerhin ist er frisch gebackener Champions League-Sieger und, wenn in Normalform, die eine unverzichtbare Hälfte der deutschen Doppelsechs. Stellt sich jetzt nur noch die Frage nach dem Fitnesszustand. Ich glaube, fit bin ich. Ich habe das Champions League-Finale von Beginn an spielen dürfen. Ich glaube, wenn der Trainer hat mich auch nicht aufgestellt, wenn ich im Training keinen guten Eindruck hinterlassen hätte. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Das ist nochmal eine zweite Vorbereitung für mich. Ich habe auch mich schon mit dem Trainer und auch mit den Fitnesscoaches ausgetauscht, woran wir noch arbeiten werden in den nächsten Tagen. Und ich glaube, der Weg geht weiter bergauf und ich bin recht zuversichtlich, dass ich auch dann am 16. Juni in Vollbesitz meiner Kräfte bin und wirklich auch da Top-Leistung abrufen kann. Viel Zeit bis dahin bleibt bekanntlich nicht mehr. Doch wer Khedira kennt, der weiß, dass der 27-Jährige schon kurze Zeit nach der schweren Verletzung im November nur dieses eine Ziel vor Augen hatte, nämlich die WM zu spielen. Und auch jetzt noch alles dafür tun wird, eine echte Option für die Mannschaft zu werden. Ich halte mich nicht zurück im Training oder scheue einen Zweikampf oder sonst irgendwas. Das ist bei mir zum Glück schon größtenteils oder alles aus dem Kopf heraus. Darüber bin ich sehr, sehr froh, dass ich da wirklich uneingeschränkt spielen kann. Und ich trainiere zusätzlich, natürlich. Ich mache alles, was die Mannschaft auch mitmacht. Das ist für mich unheimlich wichtig, am Mannschaftstraining teilzunehmen, den Rhythmus wieder zu bekommen, auch in den Spielen. Aber zusätzlich arbeite ich natürlich auch noch im Kraft- und im Ausdauerbereich, um dann noch intensiver und noch besser mich auf so eine schwere WM vorzubereiten. Man könnte auch sagen, dass je härter die Arbeit und je größer die Aufgabe, umso mehr wächst Sami Khedira daran und umso mehr Lust verspürt er auch darauf. Ja, erstmal genieße ich, glaube ich, jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehen darf und die ich auch vielleicht mich ein bisschen schinden muss oder auch darf. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass ich heute hier sitzen darf. Es war ein unheimlich langer und harter Weg. Ich habe viel Zeit alleine in der Reha verbracht und ich stand ständig im Kontakt. Ob das der DFB-Präsident war, ob das der Bundestrainer ist, ob das der Manager um Oliver Bierhoff war, mit vielen Spielern ständig im Kontakt, die immer wieder Mut zugesprochen haben, mir auch Kraft gegeben haben. Und ich glaube, das pusht einen, das freut einen, das erleichtert viele Dinge. Und deswegen bin ich dem DFB von der Spitze, vom Präsidium bis runter zu jedem einzelnen Spieler unheimlich dankbar, wie sie mich in der schweren Zeit auch unterstützt haben, Mut zugesprochen haben. Und jetzt versuche ich wirklich das, was ich in der schweren Zeit von ihnen bekommen habe, auch jetzt wieder zurückzuzahlen durch Einsatz, Leistung und durch hoffentlich auch Erfolg.